Hi Leute, willkommen hier zu Wiener Verkehr. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch mal mitnehmen heute zum Fahrradladen. Und es geht darum, dass ich eine neue Kette brauche. Ich habe das Rad ja Mitte Januar gekauft. Jetzt ist Anfang Juni, also ja, fünf Monate ungefähr, wo ich das Fahrrad jetzt fahre. Das brauche ich aber, weil die erste Kette einfach durch ist, eine neue. Ich werde euch die gleich mal zeigen, die alte Kette. So, ich habe es hier mal kurz angehalten. Ich wollte euch mal die Kette zeigen, wie sie jetzt nach 5 Monaten und ungefähr, ich glaube, 3000 Kilometer auch in Schnee und Salz und so jetzt aussieht. Ich habe sie vor kurzem sauber gemacht, habe ich ja eh erzählt in der letzten Plauderrunde, glaube ich. Und eigentlich sah sie für mich noch relativ gut aus. Ich meine, ich habe das Bild noch, wie sie aussah, als ich das Fahrrad bekommen habe. Das ist schon echt ganz was anderes. Aber da hat vor kurzem jetzt so ein Fahrradmechaniker diese Kettenlehre reingesteckt und hat mir eben gesagt, ja, da brauchst du eigentlich eine neue. Weil wenn du jetzt nochmal 1000 oder so drauf fährst, dann könnte auch die Kassette kaputt gehen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass das alles klappt. Übrigens, ich habe zum ersten Mal die Woche jetzt wieder Strava aktiviert. Es ist heute schon Freitag und ich habe bis jetzt erst 0 Kilometer auf der Uhr. Das ist echt, ich glaube, seit zweieinhalb, drei Monaten die schwächste Woche aller Zeiten, kilometertechnisch. Letzte Woche war auch schon nicht gut. Da hatte ich vielleicht 180 oder so. Wenn man auf Strava folgt, kann es ja mal anschauen. Es geht echt kontinuierlich bergab die letzten Wochen. Ja, woran liegt's? Ich bin ein bisschen krank. Es war gerade vor 2 Wochen sehr kalt und windig, regnerisch hier. Und jetzt ist es zwar super sonnig, aber ich bin immer noch nicht ganz fit, leider. Und ja, was soll man machen? Ich hoffe, nächste Woche wird wieder besser. Ich wurde jetzt gerade losgeschickt. Ich sollte mal ein paar hundert Meter fahren, um zu schauen, ob die Kette durchrutscht. Jetzt im kleinsten Gang. Irgendwas knarzt ein bisschen, das hat damit aber nichts zu tun. Und ansonsten, ja, läuft eigentlich alles ganz gut. Ich habe jetzt auch relativ früh gewechselt. 3000 Kilometer, deswegen passt da noch alles. Bin ich auch recht froh. Jetzt gehen wir zum Bezahlen, mal schauen, was das kostet. Die Leute waren echt super nett dort. Der Laden heißt Lenkerbande am Bahnhof. Ziemlich cool. Da, ich kann auch stehen bleiben. Ist überhaupt kein Problem für mich. Ich will nur oft nicht. Na, Spaß. Drive safe, sage ich ja immer. Oberstes Gebot, unbedingt StVO einhalten. Ganz wichtig, Leute. So, ich bin jetzt noch ein paar Meter gefahren und bin jetzt hier oben angekommen. Ich bin auch zum ersten Mal hier und muss sagen, es ist echt schön.
Man hat hier einen Blick über die komplette Stadt, werde ich euch gleich noch zeigen. Jetzt aber erstmal kurz neue Kette. Habe ich jetzt hier schon schön ins hohe Gras reingestellt, wie es sich gehört, nach 2 Kilometern Einfahren. Und es ist jetzt die Shimano 105 Kette dran. Wen interessiert, ich kann auch noch die genaue Nummer einblenden. 116 Liter, glaube ich, ist ja, glaube ich, nicht so wichtig. Und dann habe ich geschaut, die Ketten sind gar nicht mehr so einfach zu bekommen. Und ich hatte jetzt eben durch Zufall vor kurzem einen Mechaniker über mein Fahrrad schauen lassen. Und der meinte eben, ja, hey, du bräuchtest bald mal eine neue Kette. Und ich habe ja zum Glück auf Strava ziemlich genau die Übersicht, dass ich jetzt eben 3000 Kilometer schon gefahren bin. Und das ist auch so ein Richtwert, gerade für eine 11-fach einfach Kette. Da kann man nicht so extrem viele Kilometer drauf fahren. 3000 ist da, glaube ich, eh schon ganz gut. Ich habe aber, ja, ich hätte sie ein bisschen öfter sauber machen können. Aber wir haben das jetzt getestet. Das ist ganz wichtig, dass man mal schaut, rutschen die Gänge durch, ja oder nein? Weil das kann euch dann passieren, dass im schlimmsten Fall auch die Kassette dann gleich mitgewechselt werden muss. Und hier, vor allem bei den kleineren Ritzeln, könnte es halt sein, dass die Kette dann durchrutscht. Passt aber, wie gesagt, alles wunderbar. Jetzt zum Geschäft. Die Lenkerbande ist direkt hinterm Bahnhof. Und ich war echt zufrieden mit dem Preis. Also ich glaube, die Kette kostet so UVP 33 Euro. Er wollte jetzt 30 Euro von mir. Also sogar weniger als offiziell vom Hersteller verlangt. Und ich habe ihm dann ein ganz gutes Trinkgeld gegeben, denke ich. Das hat er auch gemeint für die Montage, weil er hat die Kette für mich gewechselt. Ja, Trinkgeld. Aber da war ich echt zufrieden. Also ein super fairer Preis. Wunderbar, wenn man sich überlegt, was in manchen richtigen Fahrradläden in Wien zum Beispiel so, dass wie ein Schlauchflicken kostet. Und hier habe ich jetzt eben neue Kette plus Wechseln. Wahnsinn für den Preis. Ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich meine, das Fahrrad hat auch 2000 Euro gekostet. Und da jetzt besonders knausrig zu sein bei so einem Wartungsteil, finde ich irgendwie, ja, gehört sich nicht. Übrigens, wen es interessiert, ich weiß ja, dass viele von euch auch das Nuro zum Beispiel fahren oder sich dafür interessieren oder auch für andere Gravelbikes. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt habe ich schon über 3000 Kilometer mit dem Ding auf der Uhr in ungefähr 5 Monaten gefahren. Weiß jetzt viel mehr über das Bike als damals, als ich es gekauft habe und auch das Review gemacht habe. Und deswegen habe ich mir überlegt, jetzt mal sowas wie ein kleines Zwischenfazit oder so aufzunehmen, wo ich mal genau darauf eingehe, was ist mir jetzt im letzten Jahr, knapp halben Jahr so aufgefallen, was ist sehr gut, was ist vielleicht nicht so gut und worauf solltet ihr achten, wenn ihr das vielleicht auch habt, beziehungsweise kaufen wollt. Also falls euch das interessiert, könnte ich gerne jetzt bald mal Langzeitfazit, Zwischenfazit hochladen, sehr gerne. Wie gesagt, lasst es mir in den Kommentaren da, lasst mir ein Abo da, dann verpasst ihr das Video auch nicht und sagt mir gerne eure Meinung. Vor allem schreibt mir mal dazu, wie oft wechselt ihr eure Kette so intervallmäßig, wie viel Kilometer, wie viel Zeit ist da ungefähr dazwischen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. War ja für mich jetzt auch so das erste Mal, dass ich bei dem jetzt die Kette gewechselt habe. Ansonsten, ich zeige euch jetzt noch den Ausblick, falls wieder zurück.